Diese Farbe sieht merkwürdig aus. Egal, testen wir sie. Was zum? Oh mein Gott. Was? Nein! Oh nein! Wobei! Ich kann mich doch darum kümmern. Schnell, mach was dagegen. Hallo meine Freunde, und was geht ab? Heute wieder zu einer Folge von der Amazing Digital Zirkus. Von der Seite. Und was Jax und Pomni heute in der Schule machen, da würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein. Let's go! Hey Pomni! Willkommen zum Unterricht! Du passt besser auf, sonst dreht der Lehrer durch! Oh ja! Oh mein Gott, Leute, kennt ihr diesen Lehrer? Wir versuchen heute. Dann schreibt es mal unten in die Kommentare, wenn ihr den irgendwo schon mal gesehen habt. Hat irgendjemand ein paar Fragen hierzu? Ich sehe zu und entspanne. Wird schon schief gehen. Das glaube ich gleich. Du bist hier in der Schule, nicht im Spa. Gib Ruhe und mach deine Aufgaben. Okay, schauen wir uns zunächst die Tränke an, mit denen wir arbeiten. Wie süß ist die denn? Oh, warum ich schon wieder? Eine kleine Pommi-Puppe. Wie wäre es mit dir? Meinst du mich? Okay. Was für ein Dummbeutel. Zeit für eine Überraschung. Ich, Ups. Oh. Auf einem Bein lässt sich schlecht stehen. Jax. Es geht schon, ich kann weitermachen. Sieht sehr komplex aus. Ich denke, ich mische einfach diese Farbe mit der hier und... diese Farbe sieht merkwürdig aus. Egal, testen wir sie. Was zum... Oh mein Gott. Was? Nein! Oh nein! Wobei! Ich kann mich doch darum kümmern! Schnell, mach was dagegen! Eine Gummiente! Oh, was für eine Erleichterung! Tolles Projekt, nicht wahr? Nein! Geh zurück an deinen Platz! Wir versuchen es noch einmal! Okay! Also, ich verstehe nicht viel von Experimenten, aber ich gebe mein Bestmögliches. Was war das nochmal? Meine Lieblingsfarbe? Ich kann mich nicht jetzt entscheide dich endlich! Mach doch mal nicht Stress, du Lehrer! Dann machen wir es einfach so. Hoffentlich klappt das. Das war nicht die Aufgabe! Oh nein! Geh einfach zurück auf deinen Platz! Aber dieses Mal wird es klappen, ganz bestimmt! Ich sagte auf deinen Platz! Okay. Der arme Kinder. Also, Jax, du bist dran! Aber warum jetzt? Ich spiele erstmal hier Nintendo. Ach, wie auch immer. Dann nehme ich mal diese Farbe. Warum haben die eine rote in ihrem Klassenzimmer? Das könnte klappen. Boah, sieh sich einer nur dieses Meisterwerk Sieht an. Sieht gut aus. Ja, die brauche ich unbedingt. Oh mein Gott. Wie süß. Gib es sofort her. Ich habe es zuerst gesehen. Oh nein. Hey, nein. Das war mein Plüschi. Jetzt habe ich aber die Nase voll. Geht's Warum schlägt er jetzt Checks? Also, wer Der hat es doch erfunden. Die anderen beiden haben es doch kaputt gemacht. Mal sehen. Das sieht farbenfroh aus. Ich oh schaffe es nicht alleine. Hilfst du mir bitte? Hä? Du musst es schon alleine schaffen. Aber ich kann es nicht richtig greifen, siehst Ach, du? Ist das so? Ja, also... Dann bist du durchgefallen. Amen. Und du? Hör auf zu lachen. Jetzt du, Ragatha. Nimm doch jemand mal dem das Los Lineal jetzt. Weg. Jetzt zeig ich euch Dann mal, hat er bestimmt nicht mehr so eine große Klappe, Immerhin die Lehrer. Immerhin kenne ich mich mit Experimenten aus. Da kann nichts schief gehen. Fantastisch. Okay. Perfekt. Probieren wir es aus. Miss Gibby, die Toilette? Für so etwas bin ich vorbereitet. Was ist hier los? Na, ihr Versager. Wackerman und Titan Glockman. Super. Und zurück in unsere Dimension. Bis dann. Und tschüssi. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Geh einfach zurück auf deinen Platz. Jetzt. Okay, wie du wünschst. Nein. Das wird ja immer besser. Nein. Oh, kannst du dich jetzt endlich mal am Riemen reißen? Autsch, tut mir leid. Das ist das letzte Mal, dass ich euch hierbei helfe. Jetzt bist du, Subbel. Nein, danke. Das war keine Bitte, sondern ein Befehl. Da geb ich ne. Oh, was hast du gerade gesagt? Na? Ich lasse so nicht mit mir sprechen. Schreib dir das hinter die Ohren. Guten Morgen. Zieh dir mal erstmal was Wichtiges an. Hallo, Bauch, guck raus. Wenn ich einen Fehler mache. Jetzt mach endlich.
Okay, wenn du darauf bestehst. Ich versuche einfach mein Bestes. Dann klappt das schon. Oh. Und? Oh, das ist... Eine XXL-Puppe? Hallo, Schulwelt! Hey, hör auf zu lachen! Oh mein Gott, nein, die böse Pommi! Nein, ich bin hier der Lehrer! Zurück auf Dachen! Niemand sagt mir, was ich zu tun habe! Nein! Gott sei Dank, die nimmt wenigstens den Miss Liliana weg. Wer hat jetzt hier das Sagen? Zeit, ein wenig Chaos zu stiften. Hey, geh auf Abstand. Ich habe mich gerade jetzt wieder zusammengesetzt. Wie auch immer. Ich bin ja so fies. Ja, ist sie wohl wirklich. Was denkst du nicht? Nein, hast du nicht. Aber ich, bitte? Geh einfach auf deinen Platz, Pomni. Was? Nicht einer von meinen Schülern hat bestanden. Ich wäre noch an der Reihe. Dann komm sofort her. Schon auf dem Weg. Zeit für Wissenschaft. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Sehen. Ah, das ist der Kinder leicht. Man muss nur diese Tränke kombinieren und dann kommt auch schon. Wie ist das denn möglich? Ich muss ihn ablenken. Herr Lehrer, da vorne gibt es gratis Hamburger. Da muss ich sofort hin. Okay, bringen wir das in Ordnung. Oh, du hast mich angelogen. Vielleicht, aber am Ende zählt nur das Ergebnis. Hallo Leute, ich bin endlich hier. Du hast es geschafft. Du hast wohl bestanden. Danke. Wobei das nun nicht überraschend ist. Ich bin so erschöpft. Naja, gut, der zaubert ja alles her, ne? Also, ist ja klar, dass es ihm leicht fällt. Ich hab Feierabend. Bis dann. Ja, tschüss. Ach du liebe Güte. Ich brauch keiner. Aufstehen, Kaufmann. Schon besser. Okay. Oh, heute wird ein aufregender Tag. Heute halte ich meine Show. Zeit für einige Übungen. Zeit für einen Tee. Hey Mädels, wie wäre es mit einem Trink? Warum nicht? Da bin ich jetzt gespannt. Wow. Das ist noch nicht alles. Seht ihr? Oh. Mein Teeservice. Oh, tut mir leid. Das war jetzt nicht so gut. Warte, das hier ist besser. Tada! Jetzt ist alles weg. Alles wird besser auf meiner Show später. Okay. Okay. Toll, bis dann. Und das muss dahin. Großartig. Nee, arme Kaufmann. Endlich fertig. Er muss noch viel üben. Wir haben's geschafft. Ich hab's geschafft. Du hast ein gar nichts gemacht. Rex Kinga, wollt ihr einen Trick sehen? Das sieht richtig toll aus. Ach, das kann sogar meine Großmutter. Ach so? Und wie sieht das damit aus? Oh nein, sie wird einstürzen. Oh nein. Und der arme Kaufmann, der hat auch gar kein Glück. Tut mir leid. Du Kleiner. Tut mir echt leid. Kommt ihr vorbei? Ja, wir werden da sein. Bis später. Ich liebe es zu putzen. Total spaßig, hä? Hey, Subbel. Du störst uns beim Putzen, Kaufmo. Lasst mich euch was zeigen. Eine Ballonpudel. Und jetzt noch die Schleife. Es macht Spaß. Aber ist das nicht etwas hoch? Was soll das? Ja. Nun mach schon. Leih mir das mal aus. Oh nein. Oh nein, meine Maske ist zerbrochen. Tut mir echt leid. Kommt ihr zu meiner Show? Ja, wie auch immer. Ich werde da sein. Dann bis später. Kaum zu glauben, dass alle vorbeikommen. Es ist höchste Zeit. Los. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt auf diese Show. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu Kaufmos großartiger Show. Hey! Und er freut sich so. Was macht ein Clown im Büro? Faxen! Langweilig. Okay, wie wäre es mit etwas Riskantem? Pomni, komm auf die Bühne. Ich? Oh, also okay. Oh, das gefällt mir nicht. Seht, wie ich nun dieses Messer werfe. Das war knapp. Das war mehr als knapp. Kaufmann? Nun mein Gott. Genau hin und... Nein. Oh, mein Gott.
Oh mein Gott, ich wäre niemals auf die Bühne da gegangen. Leute, wärt ihr auf die Bühne gegangen, dann schreibt mal unten in die Kommentare. Au! Mein Auge! Voll ins Auge! Und Pommi, geht es gut, wie ihr seht? Die Show wird hiermit unterbrochen. Danke für die Und das arme Pommi. Und der arme Kaufmo. Ja, das war ich echt daneben. Aber warum sind sie nun so? Ich will hier weg. Ein Ausgang? Dann gehe ich jetzt. Warte, nein. Was soll das? Warum verschließt ihr euch mir bitte? Oh, oh. Lass mich gehen. Der arme Kaufmo. Habt ihr auch Mitleid mit dem? Dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Oh je, jetzt abstrahiert der. Oh oh. Leute, vor lauter Frust ist er jetzt abstrahiert. Der tut mir so leid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Mal schauen, was da passiert. Bye.